Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Microsoft TV zu einer weiteren Folge vom Rant Simulator. Zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, meine Kuh, die sträubt sich irgendwie in Schlachthaus zu gehen. Die weiß, was hier blüht. So, jetzt hoch mit dir hier. So. Holzschutzgerät. Rindfleisch. Ohne Ende Rindfleisch. Du hattest jetzt nur die Milchkühe gemolken, ne? Ja. Alles klar. Nur damit ich das weiß, dann kann ich hier nämlich schon. Also mehr als einmal melken am Tag können wir eh nicht machen, weil ich keine Schränke habe. Bitte hättest du es anders. Ja, das ist ja gerade das Problem, was ich gerade machen will jetzt auch. Käse wird gerade massenweise fertig, ne? Gleich ist die zweite Kiste voll. Ja, umso besser. Hab ja noch genug da hinten. So, das ist das, das ist das. Du bist leer, du gehst hier hin. So. Aber ich glaube, bei den Fleischkühen ist es tatsächlich auch nur eine, wenn ich es richtig gesehen habe. Gut, nächste Kiste Fleisch ist fertig. Dann haben wir jetzt vier Kisten fertig wieder. Ja, Fleischkuh ist nur eine, die ich melken muss. Okay. Mehr ist es nicht. Dafür sind es ohne Ende Bullen. Ja, ich will eigentlich, dass wir langsam mal wieder eine Kuh kriegen und die ganze Zeit nur Bullen. Ja, das wäre mir auch lieber. So, ich zähle jetzt aber erst den Bullen ab von den Fleischkühen zum Schlachthof. So, wer ist denn unser Prachtexemplar heute hier? Du? Oder du? Ja, du bist schon ein gutes Exemplar. Komm, du kommst mit. Du wanderst jetzt auf den Teller. Haben einfach bei demselben Moment die Dinger aufgemacht. Ja, warte, ich bin sowieso draußen. Gut. Also kann brauchen wir tatsächlich dann doch keine. Ach ja. Oh, das ist fertig. Irgendwas muss ich mit dem Platz hinter meinem Schlachthaus noch machen, ey. Weil das ist so eine riesige Fläche, ne? Die einfach ungenutzt ist. Ich müsste eigentlich ohne Ende Metall kaufen, weil ich habe ja so gesehen alle Schränke fertig. Ich brauche nur das Metall. Ja. Und das ist nicht wenig. So. Bullen. Ach, heute. Ach, du heilige Scheiße. Explosion. Mach nur eben das Dach erstmal fertig vorher. Mache ich hier nix. Rennt vielleicht bis zum Umfallen. Aber es sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Weil ich mache das Dach fertig, ich mache die Lichter fertig und wenn ich die Lichter drin habe, dann würde ich tatsächlich. Oh Mist. Was hast du? Ich suche den Benzinkanister. Die Säge ist nämlich leer gleich. Oh. Da. Ich weiß mittlerweile nicht, wo der ist. Treibstoff der Treibsäge leer. Ja. Ich gucke jetzt Ich mal kurz weiß. bei unseren Pferden vorbei. Mach das. Ich mach gerade oben.
Was ist denn in Ordnung, wenn ich gleich mal ein bisschen Metall kaufe? Ja. Wir Ja, haben dann ein kann ich. Fohlen! Wir haben ein Fohlen! Ich komme sofort rüber. Fohlen! Oh. Fohlen ist da. Ein dunkles? Ja. Eintöniges Fohlen diesmal. Nee, nicht ganz. Ne, an den Beinen, ne? Und an der Schnauze vorne. Okay. Wir haben ein Fohlen. So, jetzt heißt es Kanister suchen. Ich weiß, es war ein Kanister oben an der Öldings haben, aber der muss da auch bleiben. Was Fohlen ist, haben wir empfohlen, kannst du aktuell nichts machen. Du kannst es nicht führen, gar nichts. Du kannst es nicht reiten, nada. Das heißt, du kannst es nicht in eine der Boxen stellen. Ich mache mal einen kleinen Ausflug gerade. Dem Pferdchen. Ja. Macht das. Mit meinem Schimmel. Ja, ich glaube. Ah, nee, warte, ich glaube, ich habe die gefunden, den anderen. Man muss einfach nur mal nachdenken, wo man die andere Säge hingepackt hat. Ja. Dann findet man es nämlich auch. Das gesamte Werkzeug, also ich würde sagen, die Säge und so kommt dann später sowieso alles in die Garage. Mach bei mir jetzt nämlich nur das Dach noch fertig und dann setze ich die Lampen und mach die Lampen fertig. Aber die Bäume brauchen auf jeden Fall ein Weilchen, bis sie fertig sind, wahrscheinlich, ne? Ja. Können ja schlecht so klein bleiben. Na. Alle Fohlen. Erst wenn das Dach oben fertig ist, dann fange ich die große Riesenproduktion an. Da brauche ich aber wahrscheinlich ohne Ende Kannen da oben. Ja, dann auf jeden Fall. Holz geht fliegen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte laufen. Ja, ihr müsst euch mal die Ziegen wieder von den Dings trennen, von den Kühen trennen. Wird auch ein Spaß. Ja. Also für mich ist halt jetzt in diesem Punkt mal der Fall, dass ich erstmal oben fertigstellen will. Ich habe eine Idee. Machen wir auch mal mit den Radius von den Silos an. So. Okay. Also wir Wollte. könnten bis hier hinten könnten wir bauen, damit die noch drin sind. Ja, oder wir setzen ein neues Silo für die Kühe, für die Ziegen. Was jetzt geldtechnisch auch kein Problem wäre, ehrlicherweise. Na, ja, oder recht, hast du recht. Dann bastel ich mal neu, plane ich jetzt mal gerade neues Dingen. Ja, mach das. Neues Gehege. So, wir brauchen Zäune. So, Zaun. Reicht aus, wenn ich nur die. Ei. Ich werde von Holzplanken erschlagen. So. Wenn. Warum ist ein Ferkel draußen? Ich war nicht im Schweinestall.
Hier drin. In der Hütte. Jo. So, okay. Machen es folgendermaßen. Ich baue das als. Ich baue eine Hilfslinie mit dem vom bestehenden Stall aus. Damit ich das Ding auf jeden Fall gerade hinkriege. Frage ist halt, ob die Lichter reichen, ne? Ah, Mann, Alter. Also, weg damit. Alles down. Zack, zack. Hier machen wir vier Elemente dazwischen. Haben wir genug Durchfahrtsbreite für irgendwelche Fahrzeuge? Im Zweifel. So. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Sieht jetzt gleich zwar etwas bescheuert aus, aber ist mir jetzt gerade mal so egal. Weiß nicht, ob das hier oben an der Lampentechnik schon reicht, ne? Da. Habe ich den jetzt gemacht? Bin ich jetzt gerade doof? Nee, ich baue erstmal die Schränke fertig. So, ich fange jetzt an, Metall zu kaufen. Alles klar. Wird nicht wenig sein. Du kannst die Bienen machen. Ja, wollte ich eigentlich auch schon machen, aber bin ich irgendwie noch nicht zugekommen. Blöderweise. Ich kaufe auch jetzt Wolltest nur du noch ein ein. bisschen Holz kaufen? Für das neue Gehege? Eine Lust mehr zu sägen? Nee. Und wir wollen ja vor allem ein paar Bäume hier stehen lassen, oder? Ja, kann ich machen. Wie viel brauchst du denn? Keine Ahnung. Weil ich werde auf jeden Fall bestimmt 300-400 Metall brauchen. Ready to rumble! Niau. Okay, perfekt. So, dann können die Behilfslinie hier weg. Gleich was trinken. So, die Linie kann weg. So. Dann ziehen wir jetzt noch eine zweite Linie ein. Und zwar ungefähr. Einmal hier hin. Was brauchen wir denn? Wie viel Metall soll ich mitbringen? Metall? Hm? Musst du wissen, wie Na, viel du brauchst. 18 pro Schrank und ich baue locker. Nehme jetzt mal 10 Stück mit, da haben wir 500 Metall, das sollte reichen. Da gehe ich auch von aus. Wie viel Holz wollen wir haben? 10, 15 Stacks. Machen wir. Machen wir 14, weil dann habe ich zwei Siebener rein. Und wir kaufen eine dritte Melkmaschine. Genau.
Nee, warte, wo war das? Nicht da war das? Eine Axt, Schaufel, eine Brechstange, Benzinkanister, Eierprüfer, Campingkocher, Luftmatratze. Hey. Nee, das brauche ich alles nicht. Futterproduktion. Ah, oh, da muss ich tatsächlich zum Laden fahren. Ja. Oder warte mal. Nee, das ist Luxustischdinge. So, endlich geschafft. Die Melkmaschine gibt es hier gar nicht. Na, aber gestern im Baumarkt. Oder beim Laden. Ich bin beim Baumarkt. Beim Baumarkt gibt es die nicht. Okay. Bisschen was ausgegeben. Ja. Ich fange mal an, den LKW zu laden. Geht ja jetzt schnell. Bald ist ja auch kein Problem mehr mit der Produktion dann. Irgendwann haben wir wahrscheinlich eh wieder so einen komplett vollen LKW nur mit Ware zum Verkaufen. Mit Sicherheit sogar. Was ich halt schon krass finde, ist, dass es jetzt nur so einer ist, in der LKW halt nichts ankuppeln kann, ne? Wäre Ja, bestimmt klar. lustig. Also im 40 schon, aber. Ja. Aber mit dem würdest du, glaube ich, hier nirgendwo mehr durchkommen. Ey, das bezweifle ich auch ganz stark. So. Okay, die Zäune an sich stehen. Jetzt sind die vier Tore dran, die eingebaut werden müssen. Hast du Und jetzt zwar. zwischen den beiden Kuhgehegen eigentlich einen Zaun gesetzt gehabt? Zwischen den beiden Kuhgehegen ist ein Zaun, ja. Nicht Zaun, ein Tor meine ich, sorry. Nein. Das wo, ja, dann mache ich das nachher noch. Damit ich nicht, nämlich nicht immer mit dem blöden Kanne, um es immer freundlich auszudrücken, außen rumlaufen muss. Das nervt mich dann doch irgendwann. So, ganze Holz ist schon verladen. Jetzt kommen die ganzen Stacks Metall. Geht jetzt schnell. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis zum Laden zu kommen. Also wenn wir in Geldnot geraten, dann weiß ich auch nicht, was wir falsch gemacht haben. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, so weit wird es nicht mehr kommen jetzt. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe zwar noch ein paar wenig Köcher da oben in der Produktionsbereich, aber das kaufe ich mir dann, wenn ich beim nächsten Mal verkaufe. Weil ich muss ja auch erstmal noch einiges bauen. Auch wenn ich glaube, dass die Schränke vorläufig erstmal reichen. Ja. Dann muss der noch mal weg. So, das. War das eigentlich ein Fehlalarm, Heiko, beim letzten Mal, als du dann weg musstest durch den Melder? Nein. Okay. So. Okay, gut. Aber das war's auch wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.